SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Monika Scherrer. Die Diagnose boomt. Asperger-Autismus. Was genau ist das? Was wissen wir darüber und was nicht? Im Kontext von Cornelia Cassis erzählt ein von Asperger-Autismus betroffener Psychologe über seine Art zu denken, zu fühlen und wahrzunehmen. So als Kind oder Jugendlicher habe ich eigentlich fast gar nie über mich erzählt. Und dann, als ich in Bern angefangen habe zu arbeiten, merkte ich, dass es wichtig sein könnte, von mir und meiner Art der Wahrnehmung und von der autistischen Wahrnehmung und des autistischen Denkens eben die anderen Menschen zu informieren. Das ist Matthias Huber, 49 Jahre alt, Asperger-Autist und Psychologe mit Spezialgebiet Autismus. Also eine Art Doppelexperte für diese Besonderheit im Kopf. Matthias Huber, er gibt Einblick in seine Geschichte in dieser Stunde Kontext. Und dann ist da auch Heike Meier, Heilpädagogin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Bern. Seit 40 Jahren lässt sie das Thema Autismus nicht mehr los. Cornelia Cassis hat Heike Meier grundsätzliche Fragen gestellt, um Matthias Hubers Geschichte einzuordnen. Es gibt eine neuere Abkürzung in der Fachwelt, die vielen noch nicht bewusst ist. ASS, Autismus-Spektrum-Störung. Knapp gesagt, was gehört alles dazu? In der Störungsspektrum gehört zum einen das, was man früher als frühkindlichen Autismus bezeichnet hat. Das ist eine Doppeldiagnose, Autismus kombiniert mit einer geistigen Behinderung. Dann gehört dazu das Asperger-Syndrom als eine, wenn man so will, pure Form des Autismus ohne Sprachentwicklungsbeeinträchtigung und ohne kognitive Entwicklungsstörung. Der High-Functioning-Autismus gehört dazu, also ein Autismus auf einem höheren kognitiven Funktionsniveau, aber vielleicht mit sprachlichen Einschränkungen, also Menschen, die nicht reden können, aber sehr gut denken können vielleicht. Und dazu gehört der atypische Autismus, also ein Erscheinungsbild, wo nicht alle klinisch bedeutsamen Symptome vorhanden sind, aber doch so viele, dass es Sinn macht, von Autismus zu sprechen. Heike Meier, jetzt sprechen wir nur vom Asperger-Autismus. Wie stellen Sie sich als nicht betroffene Fachfrau das Leben mit diesem Anderssein vor? Jetzt, das kann man nicht so groß beantworten, sondern nur, wenn Sie jetzt beispielsweise mit mir sprechen. Also spontan fällt mir ein, dass ich es mir sehr anstrengend vorstelle, weil man eigentlich in einer Kultur quasi lebt, wo man zwar die Sprache spricht, die die anderen aussprechen, aber die größte Mühe hat, zu verstehen, was die Menschen eigentlich meinen mit den Worten, die sie gebrauchen. Ich glaube, es ist ein sehr anstrengendes, herausforderndes Leben. Anstrengend, herausfordernd, so stellen wir Nicht-Betroffene uns ein Leben mit Asperger-Autismus vor. Und herausfordernd war denn auch das Gespräch, das Cornelia Cassis mit Matthias Huber führte. Ein Mann, Ende 40, betroffen vom Asperger-Syndrom, ein Mann mit Hochbegabung, ein Mann, der als Psychologe auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bern arbeitet, als Spezialist für Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Begonnen hat das Gespräch zwischen Cornelia Cassis und Matthias Huber mit dem Rückblick auf seine frühe Kindheit und die Familie. Ich war schon im Kindergarten eher für mich alleine und habe gemerkt, dass ich nicht sehr interessiert bin am Kontakt mit Gleichaltrigen. Nicht, weil ich sie vielleicht nicht mochte, aber ich war gar nicht in der Lage, sie richtig kennenzulernen. Durch meine Wahrnehmungsbesonderheiten war der Kindergarten für mich so etwas wie ein Nebel oder ein Dunst und alles war in diesen Dunst eingehüllt und ich konnte die Menschen kaum voneinander unterscheiden. Wenn Sie jetzt vom Kindergarten erzählen, Matthias Huber, sind das so die ersten Erinnerungen ans Anderssein? Ja, ich würde sagen, das sind die ersten Erinnerungen, denn zu Hause war ich ja, wie ich bin, und das war in Ordnung so. Ich komme aus einer Familie, da durfte jeder sein, wie er ist, in seiner individuellen Art, obwohl wir auch viel Gemeinsames unternommen haben. Und deswegen war es erst im Kindergarten dann so, dass ich mich quasi wie selbst darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich etwas anders wahrnehme oder ticke, sage ich mal. Ich wollte nicht die Spiele spielen, die die Kinder gespielt haben. Ich wollte auch nicht mal zuschauen. Ich habe dann mit so Würfeln habe ich Muster gebildet und diese Muster dann über längere Zeit angestarrt und angeschaut. Ich versank in diesen Mustern und sie boten mir eine Art der Ruhe, die mir dazu verhalf, quasi dann eigentlich nicht wegzurennen, weil der Lärmpegel und diese vielen Geräusche
und das Herumrennen der Kinder war derart belastend und hat mir wirklich auch in den Ohren wehgetan. So konnte ich mich dann mit den Augen auf schöne Muster quasi einstellen und habe dann auch auf diese Art vieles besser aushalten können, als hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt. Sie haben gesagt, Sie kommen aus einer Familie, da war Verschiedenheit absolut akzeptiert. Man konnte so sein, wie man ist. Erzählen Sie über Ihre Familie. Ja, ich bin in einer Familie als Ältester aufgewachsen. Ich habe zwei jüngere Geschwister, eine Schwester und einen Bruder, Vater und Mutter. Und meine Mutter ist ein sehr sozialer Mensch, sozial aktiver Mensch. Und mein Vater ist eher stiller und zurückgezogen, aber auch sehr sozial, ein äußerst friedfertiger Mensch und in der Haltung, nicht einfach über Menschen zu urteilen, wenn man nicht jedes Detail von ihnen kennt oder wenn man nicht ihre Geschichte kennt. In dieser Haltung oder mit dieser Einstellung bin ich eigentlich aufgewachsen. Heißt das, Matthias Huber, dass sich Ihre Eltern um Ihr Anderssein zunächst vor dem Kindergarten, vor der Schule, gar keine Sorgen machten? Ja, ich war der Älteste und damit auch so etwas wie ein Richtwert, kann man fast sagen. Und ich war auch überaus eigentlich ruhig und, wie soll ich sagen, ich habe gerne gelesen, ich konnte schon früh lesen, schon vor dem Kindergarten einzelne Worte und dann im Kindergarten konnte ich schon lesen. Meine Eltern, sie mussten mich auch ab und zu verteidigen, weil dann Lehrpersonen sagten, mit mir würde etwas nicht stimmen, ich sei so still, so ruhig, ich hätte keinen Humor, ich würde nie lachen. Und meine Eltern sagten dann, lasst ihn in Ruhe, es ist seine Wesensart, ist eher ruhig und er ist auch in Ordnung so. Matthias Huber, Psychologe und betroffen von Asperger-Autismus, erzählt aus seinem Leben. Und bevor er uns schildert, wie er sich selbst als Kind wahrnahm im Kindergarten, müssen wir mit der Heilpädagogin Heike Meyer ein paar grundlegende Fragen klären rund um das Asperger-Syndrom. Cornelia Cassis. Seit wann gibt es diese Diagnose Asperger-Autismus? Also grundsätzlich gibt es sie seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber richtig bekannt geworden ist sie eigentlich erst in den 80er Jahren, als die Diagnose Asperger-Syndrom quasi bekannter geworden ist. Hans Asperger hat eigentlich dieses Störungsbild schon in den 40er Jahren beschrieben, aber Lorna Wing hat es dann eigentlich erst bekannt gemacht und auch nach Hans Asperger benannt. Wie viele Kinder sind vom Asperger-Syndrom betroffen? Also man kann es insgesamt sagen, man geht davon aus, dass 1% der Bevölkerung betroffen ist. Nun kann man immer wieder lesen vom Asperger-Boom. Plötzlich häufen sich Diagnosen. Im Kanton Bern, habe ich gehört, gab es in 10 Jahren eine Verzehnfachung dieser Diagnosestellung. Wie muss man sich das erklären? Man nimmt an, dass viele verschiedene Gründe da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass sich die Diagnosekriterien verändert haben. Das heißt, man kann die Diagnose schneller stellen als noch vor einigen Jahren. Das macht auch Sinn, weil man ja möglichst früh helfen möchte und unterstützen möchte. Dann geht man davon aus, dass insgesamt Laien und Fachleute stärker sensibilisiert sind. Man mehr weiß über den Autismus und von daher auch öfter mal daran denkt, dass es um Autismus gehen könnte. Vorher sind vielleicht eher ein POS diagnostiziert worden oder vielleicht eher auch ein ADHS und heute korrigiert man manche Diagnosen in Richtung eben eines autistischen Störungsbildes. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die sehr hohe Anforderungen an kommunikative Kompetenzen hat, zunehmend hohe. Und das ist ja genau der Bereich, in dem Menschen mit Autismus am meisten herausgefordert sind, also eben auch vielleicht stärker auffallen als früher. Heike Meyer, hat es auch damit zu tun, dass die Schule viel individueller vorgeht, viel experimenteller, Projektunterricht, Wochenplan, alles Mögliche und dieser ganz klare Frontalunterricht, wo jedes Kind ganz genau wusste, nun muss ich auf Seite 25 Rechenaufgaben 1 bis 3 lösen, dass da auch autistische Kinder viel schneller auffallen?
Ja, das glaube ich, dass das eine Rolle spielt, dass eben genau damit verbunden ja höhere kommunikative Kompetenzen erforderlich sind, wenn man sich quasi mit diesen neuen Unterrichtsformen gut zurechtfinden möchte. Und das kann schon sein, dass Kinder mit Autismus stärker auffallen, weil sie mit diesen Formen unter Umständen nicht so gut umgehen können. Aber ich denke, auch innerhalb dieser neuen Unterrichtsformen kann man sicher sehr, sehr gute Orientierungsgrundlagen schaffen, mit denen dann auch Kinder mit Autismus wieder zurechtkommen. Heike Meyer, Heilpädagogin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Bern mit Grundinformationen zum Asperger-Autismus. Davon betroffen ist Matthias Huber. Er hat Psychologie studiert und ist nun ein Autismusexperte der besonderen Art. Seine Lebensgeschichte erzählt er in dieser Stunde Kontext. Zum Beispiel erfahren wir gleich, warum er im Kindergarten seinen besten Freund im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen verlor. Oder warum er im neuen Schulzimmer in der dritten Klasse anfänglich nur geflüstert hat. Cornelia Cassis hat mit Matthias Huber ein langes Gespräch geführt, auch darüber, was Spielen für ihn als Kind bedeutet hat. Spielen mit anderen Kindern, das war eigentlich so etwas wie lustloses Agieren, ohne ein bestimmtes Ziel. Und diesem lustlosen Agieren wich ich häufig aus. Ich konnte den Sinn darin nicht erkennen und auch wer welche Rolle hat, was gespielt wird. Und so habe ich mich doch eher dann einfach auf jene Dinge fokussiert, die mir genügend Intensität, Vertrautheit, Genauigkeit und Vorhersehbarkeit entgegengebracht haben. Und das waren eben Bücher oder mit den Augen einfach Dinge anzuschauen, über lange Zeit zum Beispiel ein Glas anzuschauen, in welchem eine Flüssigkeit sich befindet. Einfach quasi die unbelebte Welt zu beobachten, fand ich außerordentlich spannend. Es hatte auch etwas Ästhetisches an sich, das ich bis heute genieße ab und zu. Matthias Huber, wenn wir jetzt miteinander sprechen, schauen Sie beispielsweise auch auf den wunderschönen Holztisch mit der Maserierung. Ist das für Sie leichter, als mich anzuschauen? Ja, das ist deutlich leichter, weil dieser Tisch eben auch wenig dynamisch ist. Das heißt, er strahlt Ruhe aus und Gleichförmigkeit und ein Gesicht, das hat Bewegungen, hat Mimik, eine Mimik, auch eine Gestik, eine Kopfgestik, sage ich mal. Und dann diese mimischen Bewegungen nehme ich teilweise nicht holistisch oder ganzheitlich wahr wie andere Menschen, sondern eher so wie Muskelzuckungen, die dann mein Denken irritieren oder mich davon ablenken, meine Gedanken linear oder in der Weise, in der ich es möchte oder kann, aneinander zu reihen. Nun sprechen wir über die Zeit Kindergarten und Schule und es ist ja im Moment in der pädagogischen Welt ein großer Imperativ, früh zu erkennen, wenn ein Kind anders ist und diesen Anderssein auch andere Bedürfnisse hat und speziellen Zugang braucht zu den Lerndingen. Wie war das bei Ihnen mit der Früherkennung? Sie haben es schon gesagt, die Eltern wurden angesprochen, die Mutter hat das eher abgewehrt. Lassen Sie mein Kind in Ruhe, er ist in Ordnung, so wie er ist. In dieser Zeit hätte es auch noch keine Konsequenzen gehabt. In den 70er Jahren wusste man noch nichts, zum Beispiel über das Asperger-Syndrom. Das wurde ja erst in den 90er Jahren quasi bekannt und kam in die diagnostischen Manuale. Und da war es eben so, dass es eigentlich das Wissen, wie wir es heute haben, noch überhaupt nicht vorhanden gewesen ist, also hätte es keine Konsequenzen gehabt. Heutzutage ist es anders und immer mehr Fachleute interessieren sich, auch, wie ich immer wieder mich daran erfreue, auch Fachleute, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte im Beruf tätig sind und eben auch schon mit Menschen im Autismus-Spektrum gearbeitet haben oder noch arbeiten, die wirklich interessiert daran sind, die Sichtweise, die Denk- und Wahrnehmungsweise jener Menschen mit Autismus kennenzulernen. Und das freut mich natürlich. Und deswegen ist auch so, dass je früher ein Kind erkannt wird, umso schneller können vielleicht auch Fachpersonen hinzugezogen werden, die Wissen darüber haben, wie man mit dem Kind umgehen kann und die eben auch versuchen zu erklären oder Brücken zu bauen zwischen den Menschen mit und ohne Autismus. Wenn Sie jetzt zurückdenken an diese 70er Jahre, in denen Sie ein kleiner Schüler waren, was hätten Sie gebraucht? Ich denke auch gerade im Kindergarten, ein Kindergartenkollege, der in meiner Nachbarschaft wohnte,
der spielte manchmal draußen mit mir. Ich war auch ein Bewegungsmensch, also auf Bäume klettern, hin und her rennen so. Und der war auch sehr aktiv. Und der ging mit mir in die gleiche Gruppe im Kindergarten. Aber aufgrund dieses akustisch und visuellen Durcheinanders im Kindergarten konnte ich ihn gar nicht mehr erkennen oder wiederfinden. Sobald wir unter der Türe waren im Kindergarten, verlor ich ihn aus den Augen und es gelang mir nicht mehr, ihn wieder zu entdecken oder zu erkennen. Da hätte es wahrscheinlich geholfen, wenn eine Heilpädagogin, ein Heilpädagoge, Schulbegleiterin, Schulbegleiter, wenn jemand da gewesen wäre, um mir zu zeigen, wo mein bester Freund quasi oder bester Kollege geblieben ist im Kindergarten und der eben auch so kleine Spielsequenzen für uns beide aufgebaut hätte, die vielleicht nur kurz gewesen wären, 2, 3 Minuten, vielleicht 5 Minuten, aber mir und ihm eben auch dabei geholfen hätte, strukturiert etwas gemeinsam spielen zu können. Weil er kam manchmal auf mich zu, dann erkannte ich ihn, er kam ganz nah zu mir und sagte, du hast mir doch versprochen, mit mir einmal in die Spielecke zu kommen, kommst du jetzt? Und wenn er sich dann so rückwärts, mit der Vorderseite zu mir rückwärts nach hinten bewegte, dann plötzlich verschwand er im Nebel des Irrelevanten und ich konnte ihn nicht mehr erkennen und habe mich dann weggedreht und habe wieder das getan, was ich meistens gemacht habe, eben diese Würfel gelegt und die Muster angeschaut oder dann mit Bleistift Zeichnungen angefertigt. Und da hätte eben auch er Hilfe gebraucht, nicht nur ich. Das ist eine sehr frühe Situation, eine verpasste Spielchance für 2 Jungen, die sich mögen. Was ist so eine prototypische Schulsituation in der Primarschule, die sehr viel aussagt über den Asperger-Autismus? Gerade wenn man als Mensch mit Asperger-Syndrom Mühe hat, Soziales vorhersehen zu können oder auch einen sozialen Ablauf oder eine soziale Gesetzmäßigkeit erkennen zu können, dann ist es so, dass manche Menschen mit Asperger-Syndrom gewisse Strategien entwickeln, um trotzdem irgendwie noch mitkommen zu können. Ich erinnere mich daran, dass wir häufig dann in den ersten paar Schuljahren, oder es war vielleicht eher zweites, drittes Schuljahr, dass wir dann der Reihe nach lesen mussten. Es war ein Text, der erste musste einen Satz lesen, der zweite Satz und so ging es weiter. Und da ich oder beziehungsweise meine Augen manchmal auf dem Weg zu den Menschen in diesem Dunst und Durcheinander verloren gingen, wusste ich häufig nicht, wer ist jetzt an der Reihe und wann komme ich dran. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es eigentlich möglich ist, einfach zu zählen, an welcher Stelle ich komme. Dann habe ich ganz schnell gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich bin der 8., habe die Sätze gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich habe den 8. Satz, dann habe ich das letzte Wort des 7. Satzes, habe ich mir gemerkt, und wenn ich dieses letzte Wort gehört habe, dann habe ich schnell angefangen zu lesen. Diese Strategien sind ja eine Riesenleistung. Wenn Sie jetzt sich zurückerinnern an die Primarschuljahre, wo Sie die Sätze gezählt haben, wo vieles im Nebel war, Sie konnten aber schon lesen, sicher auch gut rechnen. Was glauben Sie, was war Ihr Blick der Lehrerin auf Sie? Das waren Lehrerinnen. Und meinen Sie damit, wie die Lehrerin mich gesehen hat? Ja. So? Also eben, da war vor allem eine, die mochte ich auch außerordentlich gut, weil sie eben nicht auf den Kindern herumhackte, wenn sie nicht so gut waren in irgendetwas, sondern sie lobte jene, auch 2, die wiederholen mussten, hat sie gelobt schon im Voraus. Sie sagte, wenn diese 2 kommen, die müssen die Klasse wiederholen, die kommen zu uns in die Klasse. Und das Mädchen, das kann sehr gut rechnen und der Junge, der kann sehr gut lesen. Und sie lobte das Positive und das, was einem weiterbringt und kritisierte nicht die ganze Zeit das Negative, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass die anderen Lehrpersonen das taten. Einfach sie ist mit ihrer Art noch sehr gut in Erinnerung und sie fand halt eben, dass ich zu still und zu ruhig bin und sie fand auch, dass ich nur immer genau das tue, was man mir sagt und nichts mehr. Und die meisten Kinder, die nehmen sich selbst die Freiheiten heraus, wenn sie Aufgaben bewältigen, dass sie da noch irgendetwas Zusätzliches machen. Und bei mir war das eben so, dass ich nicht gewusst habe, dass ich noch mehr hätte machen sollen oder machen dürfen, als das, was man mir gesagt hat. Und sonst nahm er mich auch, ein Lehrer, der fand dann, dass ich wohl eine ausgeprägte Ängstlichkeit hätte, weil ich dann, als ich vom Wechsel vom 3. ins 4. Schuljahr zu ihm kam, habe ich praktisch gar nichts geredet, manchmal nur ganz leise geflüstert.
Und er dachte dann wohl, dass ich Angst hätte vor ihm oder eben, dass vielleicht meine Eltern irgendwie böse seien mit mir oder zu streng oder so, was absolut nicht der Fall war. Dabei war es aber eben so, dass ich nicht wusste, wie meine Stimme im neuen Schulzimmer klingt. Ich hatte Angst davor, meine Stimme in den Schulzimmerraum rauszulassen, weil ich nicht wusste, wie sie sich verhält und so. Und da brauchte ich etwas länger und habe dann einfach entweder gar nichts geantwortet oder eben auch nur ganz, ganz leise geflüstert, sodass dann meine Mitschüler nebendran dann dies laut dem Lehrer vorsagen haben müssen. Wussten die Lehrer um Autismus? Nein, das wusste zu dieser Zeit niemand. Wie haben Sie als, sagen wir mal als Viertklässler, von sich selber gedacht? Ich habe gar nicht so viel in dem Sinne über mich selbst nachgedacht im vierten Schuljahr, weil ich eben auch irgendwie gar nie mich großartig verglichen habe mit anderen Kindern, sondern es gab einfach mich und dann gab es die anderen. Und es gab wie keine Verbindung zwischen dem Ich von mir selbst und demjenigen der anderen. Das kam eigentlich erst später, aber auch erst dann, als ich anfing, die Kinder untereinander zu vergleichen. Und erst im dritten Schritt habe ich dann, nachdem ich die Kinder oder die Menschen untereinander verglichen habe, dann angefangen, mich mit den anderen untereinander zu vergleichen. Und dann fand ich mich plötzlich so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Dann fand ich, ja, wie kommt es nur, dass ich anders bin, dachte ich dann manchmal. Das erste Gewahrwerden als ein anderer, anders sein als die anderen. Der Psychologe Matthias Huber mit seinem persönlichen Rückblick auf die eigene Kindheit als Asperger-Autist. Und bevor er weitererzählt über seine Pubertät, wollte Cornelia Cassis von der Heilpädagogin Heike Meyer wissen, was die Ursachen sind für dieses unsichtbare Anderssein. Man weiß heute, dass sie wahrscheinlich vielfältig sind, dass die Genetik eine Rolle spielt, dass aber auch Krankheiten, Probleme während der Geburt eine Rolle spielen können oder eine Kombination aus all diesen Faktoren. Was auf jeden Fall keine Rolle spielt, ist ein falsches Erziehungsverhalten der Eltern. Das hat man lange fälschlicherweise angenommen und von denen geht man heute auf jeden Fall nicht mehr aus. Auffällig mehr Buben als Mädchen sind betroffen. Mhm. Wie ist das zu erklären? Eigentlich ist das ja bei sehr vielen Formen von Behinderung der Fall, dass Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen. Man führt das darauf zurück, dass Jungen in ihrer Entwicklung vulnerabler sind, wie man das so schön ausdrückt, also verletzlicher sind, besonders in der frühen Entwicklung als Mädchen. Und dass sie deshalb häufiger von Behinderung allgemein und von Autismus betroffen sind. Nun gibt es aber auch betroffene Mädchen. Haben die spezielle Aspekte, auf die man besonders achten muss? Ja, Mädchen, da nimmt man ja an, dass es noch eine recht große Dunkelziffer gibt. Also Mädchen noch nicht so gut erkannt worden sind in ihrer Problematik, weil sie nicht so auffälliges Sozialverhalten zeigen wie betroffene Jungs. Also ich glaube, hier ist es einfach wichtig, dass man auch wachsam ist, auch anders denkt, wenn ein Mädchen Verhaltensweisen zeigt, die einen ins Nachdenken bringen, die man auffällig findet. Ich glaube, das wäre wichtig, einfach ein Stück weit wach zu bleiben und nicht auszuschließen, dass es auch um Autismus gehen könnte. Eben selbst wenn das Mädchen zum Beispiel Freundinnen hat und eigentlich sozial gar nicht so isoliert ist, wie man das vielleicht erwarten würde, aber doch vielleicht auf eine besondere Art den Kontakt knüpft zu ihren Mitschülerinnen, vielleicht sehr stereotyp über bestimmte Themen reden möchte. Einfach ein Stück hellhörig und wachsam zu sein, ist sicher angesagt. Mhm. Dieser Rat von Heike Meyer geht an die Adresse von Eltern, von Lehrpersonen, von Menschen im Umgang mit Kindern mit Autismusverdacht. Hellhörig und wachsam soll man sein. Gehen wir zurück zu Matthias Huber und einem weiteren Kapitel in seinem Leben. Die Schulzeit, die Pubertät. Für einen Menschen mit Asperger-Autismus gespickt mit weiteren Hürden. Eine Dreisatzrechnung kann eine solche Hürde sein oder Gleichaltrige, die fiese Bemerkungen machen. Davon erzählt Matthias Huber im Gespräch mit Cornelia Cassis und auch, wie er, der autismusbetroffene Psychologe, sich selbst und die anderen erlebte zu jener Zeit. Manchmal hörte ich dann eben auch später dann Gleichaltrige, auch schon im frühen Erwachsenenalter, die sagten, ich wünschte, ich wäre so frei oder so
unabhängig wie du, weil du machst dir gar keine Gedanken, was andere Leute über dich denken. Und sie empfanden sich selbst als manchmal zu stark abhängig davon, was andere Menschen sagen. Und ich war in dieser Phase, sage ich mal, heute immer noch ein bisschen so, dass es mir gar nicht so wichtig war, was andere Leute über mich denken, sondern mir war wichtiger, dass die mich richtig verstehen oder dass die verstehen, was ich ihnen sagen möchte oder mitteilen möchte. Das hat sicher nicht immer geklappt. Es gab sicher da und dort Irrungen und Wirrungen. Woran erinnern Sie sich besonders, wenn Sie an die Zeit der Jugend denken? Ja, halt, dass ich manchmal eben auch nicht richtig erkannt habe, wenn jemand ablehnend war gegen mich. Es sei denn, es war wirklich physisch, dann war es deutlich oder mit Schimpfworten. Aber es gab ja diese subtilere Form der Ablehnung, wie zum Beispiel, wenn Klassenkameraden sagten, sie möchten gerne zusammen ins Kino gehen. Ja, wer kommt mit? Und andere sagten, ja, ich komme auch mit. Und wenn ich dann sagte, ach, ja, ich komme auch gerne mit, dass dann jemand sagte, nein, nein, Matthias, du kannst nicht mitkommen, du hast keine Zeit. Und ich fand das seltsam. Ich sagte dann, doch, ich habe Zeit, ich kann mitkommen. Weshalb soll ich keine Zeit haben? Nein, nein, du wirst keine Zeit haben, du kannst dann nicht mitkommen. Und das heißt ja eigentlich, dass man mich nicht dabei haben wollte, aber ich erkannte das nicht als solches. Oder eben, wenn man sagte, dein Pullover ist einfach potthässlich, so dass ich dann mich fragte, weshalb diese Person mein Pullover potthässlich findet und mir dann überlegt habe, zum Beispiel, ach ja, stimmt, ich habe einen blauen Pullover, der trägt ja gar nicht blau, der trägt nur grün und manchmal rot. Wahrscheinlich ist das eben keine Farbe, die er gerne trägt. Und eben auch nicht erkannt habe, dass das wie eine indirekte Abwertung ist oder dass der mich zum Beispiel nicht mag. Und dann ist natürlich so, dass auch alle diese unterschiedliche Art, wie man Dinge interpretiert und wahrnimmt, natürlich auch Konsequenzen hat. Weil wenn ich dann natürlich gesagt habe, nachdem ich dachte, oh ja, das ist der Pullover, der mag halt diese Farbe nicht, und ich ihm dann sagte, hey, wollen wir irgendwie zusammen Ball spielen? Und er dann antwortete, spinnst du mit dir? Niemals würde ich mit dir Ball spielen. Dann war ich ziemlich verwundert, dachte, wieso denn das? Ich erkannte dann den Zusammenhang zwischen dem hässlichen Pullover und seiner Aussage nicht in dem Sinne. Das habe ich alles viel, viel später erst gemerkt, oder hat man mir auch erklärt, natürlich. Sie haben schnell gelernt, Sie haben gut gelernt, kamen in der Schule gut mit. Wo hatten Sie Schwächen? Sie haben schon gesagt, im Deuten von sozialen Signalen gab es andere Schwächen, die Ihnen zu schaffen gemacht haben. Ja, gab es schon auch. Ich war nicht eigentlich per se ein guter Schüler. Ich war eher einer, der sehr schlechte Noten machen konnte, dann wieder gute, sehr heterogen in der Notenproduktion, sage ich mal. Je nachdem, ob man mich zum Beispiel vor einer Prüfung angesprochen hat oder nicht. Zum Beispiel, wenn ein Lehrer sagt, mach's gut für die Prüfung und das schaffst du dann schon, dann war ich total durcheinander, weil ich mir dann überlegte, wie kann dieser Lehrer wissen, ob ich das wirklich gut mache und schaffe, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Und dann war ich so durcheinander, dass ich teilweise dann mich gar nicht mehr auf den Prüfungsstoff konzentrieren konnte. Oder aber auch, wenn es um Rechnungen ging, die in Sätzen formuliert wurden, da hatte ich große Mühe, immer wieder. Auch weil die Sprache dieser Sätze häufig nicht ganz genau logisch ausgedrückt worden sind und manchmal auch Lehrpersonen, wenn sie Aufgaben schreiben, eher die Alltagssprache dazu benutzen und nicht die sprachliche Genauigkeit, die viele Menschen mit Autismus eben brauchen würden. Wenn Sie ein Beispiel machen von ungenauer Aufgabe. Ja, es kann sein, dass ein Lehrer zum Beispiel die Aufgabe schreibt, es gibt so und so viele Büchergestelle in dieser Bibliothek, und es ist dann eine Rechnungsaufgabe und dann steht zum Schluss, wie viele Regale sind auf der linken Seite des zweiten Stockes. Und dann hieß das für mich, dass ich im Moment gar nicht darüber über die Rechnung nachdenken konnte, sondern an diesen zwei Begriffen, die zwar das Gleiche beschreiben, hängen geblieben bin. Zuerst schreibt er ja Büchergestelle und unten schreibt er Bücherregale. Also ist das jetzt eine, muss ich da irgendetwas wissen, was Zusätzliches sind? Das immer, meint er immer noch die Büchergestelle oder meint er jetzt etwas anderes so? Und das kann ja dann nach außen so aussehen, als könnte der das nicht rechnen. Was hätten Sie in der Zeit, wo die Diagnose immer auch noch nicht gestellt war, dringend gebraucht?
vielleicht auch Lehrpersonen oder Schulbegleitungspersonen, Fachleute, die eben quasi entweder die Aufgaben ein bisschen anders formuliert hätten, sodass es eindeutig gewesen wäre, oder jemand, der mich einfach erklärt hätte, wie es gemeint ist. Welche Krisenmomente in der Pubertät, die ja per se krisenanfällig ist, waren für Sie spezifisch verbunden mit dem Asperger-Autismus? Bei mir war es halt so, dass ich eigentlich den größten Teil der Pubertät in meinem Zimmer mit Bücherlesen verbracht habe und dann schon auch noch draußen in unserem Quartier, dass wir viel draußen mit Bewegung Sport gemacht haben und gespielt und herumgerannt sind. Aber ich war nicht derjenige, der in den Ausgang gegangen ist. Ich hatte kein Bedürfnis zu rauchen, ich hatte kein Bedürfnis zu trinken. Das habe ich bis heute beides noch nie gemacht oder getan. So großartig gelitten habe ich nicht unbedingt in der Pubertät. Schon manchmal einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich abgelehnt wurde und auch nicht genau wusste, warum. Oder eben auch, weil ich auch gelernt hatte von zu Hause, dass man Menschen nicht einfach so ablehnen sollte. Und ich fand es dann irgendwie eher auf einer philosophischen Ebene her, fand ich es daneben. Wie kann man nur so gemein sein mit einem Menschen? Es war nicht so stark so, dass ich dachte, wie kann man so gemein sein gegen mich? Ich habe es eher auf einer abstrakteren Ebene. Wie können Menschen mit anderen Menschen so gemein sein? Das kann doch nicht wahr sein. Das sollte doch besser werden. So. Stelle ich es mir richtig vor, Matthias Huber, wenn diese Gedanken, diese philosophischen Gedankengänge auch in Ihrem Kopf waren und nicht geäußert wurden, sondern es waren so stille Gedankenreisen? Genau, ja. Ich habe schon das meiste habe ich gedacht. Ich habe eben eher wenig gesprochen, außer zu Hause. Da gelang es mir auch, da habe ich teilweise auch wirklich sehr viel geredet. Aber sonst war ich eher der einfach alles gedacht hat, ohne es mitzuteilen. Ich hatte eben auch Mühe, die Sätze so zu bilden, dass sie in einem Fluss und Textfluss so herauskommen, dass sie verstehbar sind. Und häufig musste ich den Text, bevor ich ihn sagen konnte, zuerst in meinem Kopf aufbauen. Das heißt, ich brauchte sehr viel Zeit, um meine Gedanken und die Sätze so zu formulieren, dass sie dann in einem stabilen Text quasi zum Aussprechen parat waren, sage ich jetzt mal. Das ist offenkundig jetzt anders, wenn Sie jetzt sprechen. Wie ist das jetzt? Es ist deutlich einfacher und vor allem, wenn es um das Thema Autismus geht, nochmals viel einfacher. Aber es ist nicht so, dass ich je nach Thema oder Themata kommt es heute noch vor, dass ich eben sehr lange nichts sage, bis ich dann zu etwas Stellung nehme oder so. Gab es in der Pubertät auch Highlights? Sie haben gesagt, es war nicht sehr krisenreich die Zeit, weil Sie sehr auch im Rückzug lebten, Sie waren still, Sie lasen viel, Sie haben viel unsichtbar für andere vielleicht, für viele andere gedacht. Seit der Pubertät ist ja auch die Abtrennung der Eltern. Das stelle ich mir schwierig vor, Eltern, die Sie so gestützt haben in ihrem Anderssein, heißt ja Pubertät auch weggehen von dem Vertrauten. Ja, da brauchte ich deutlich länger Zeit, denke ich, als andere gleichaltrige Kinder oder beziehungsweise Jugendliche. Also ich war viel länger noch innerlich bei meinen Eltern oder auch bei meinen Geschwistern als vielleicht andere. Ich hatte nicht so stark das Bedürfnis, so schnell in die weite Welt hinauszuziehen, vor allem wenn schon die nahe Welt, also außerhalb des Elternhauses, schon so unvorhersehbar, chaotisch war teilweise. Wobei ich hatte schon eine Zeit lang die Idee, dann irgendwie nach Kanada auszuwandern, dann irgendwie in eine Hütte, eine ganz Hütte an einem See, mich dort ganz allein in der Einsamkeit zurechtzufinden und dass ich dann für mich einfach lebe, weil die soziale Umwelt kam mir wirklich wahnsinnig anstrengend und mühsam vor. So zog ich es dann eher vor, diesen Gedanken zu haben, irgendwo in der Einsamkeit zu sein, aber dann einfach in der Ruhe und zum Durchatmen und dass ich dann schreiben würde oder irgendetwas lesen oder mich so einfach autodidaktisch weiterbilden könnte. Matthias Huber über seine Rückzugsfantasien in der Pubertät. Asperger-Autismus heute bei Kontext und davon betroffen ist Matthias Huber, 49 Jahre alt. Er arbeitet als Psychologe an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Poliklinik in Bern und ist der Spezialist für Autismusfragen. Wir haben es gehört, für ihn war es nicht einfach, sich vom Elternhaus zu lösen und wie er sein Leben als Student meisterte, davon erzählt er gleich mehr.
Doch zuerst zurück zu Heilpädagogin Heike Meyer. Cornelia Cassis fragte sie nach dem Vorteil der frühen Diagnose bei Asperger-Autismus. Etwas, das ja Matthias Huber versagt blieb, weil zu seiner Zeit das Wissen über Autismus noch nicht so fortgeschritten war. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass man im ersten Schritt Eltern weniger unterstellt, dass das Verhalten ihrer Kinder auf falsche Erziehung zurückzuführen ist. Ich glaube, das ist was für die Eltern auch sehr wichtig und sehr entlastend sein kann. Dann kann es dazu führen, dass Lehrpersonen in der Schule den Kindern mit mehr Verständnis begegnen, also das Verhalten einordnen können, nicht so schnell unterstellen, es ginge hier um provokatives Verhalten oder um Verweigerung von Aufträgen, die die Lehrperson erteilt, sondern eben den Autismus sozusagen in Rechnung stellen und von dem her viel mehr Verständnis den Kindern gegenüber zeigen. Und schließlich könnte es auch noch dazu beitragen, dass ganz andere Bildungswege für diese Schüler in Frage kommen, man sie nicht so schnell unterschätzt, sondern man sich vielleicht mehr Zeit nimmt, auf die Suche nach ihren besonderen Begabungen und ihren Interessen zu gehen. Was würden Sie sagen, sind die besonderen Ressourcen, die besonderen Begabungen der betroffenen Kinder? Ja, letztendlich das, was man schon als zentral für die Diagnostik annimmt, ist eigentlich auch eine Begabung, nämlich die Detailorientierung. Also das kann ja auch eine enorme Fähigkeit sein. Dann haben viele Menschen mit Autismus sehr gute Fähigkeiten im Bereich des Gedächtnisses. Sie können sich Dinge sehr gut merken. Sie vergessen nicht viel, beziehungsweise manche von ihnen gar nichts. Das kann natürlich auch wieder ein Problem sein, aber es ist natürlich auch eine Begabung. Denke ich, dann ist es so, dass sie eigentlich sehr, sehr ehrliche Menschen sind, die sich an die Regeln, die sie verstanden haben, mit größter Konsequenz halten. Das kann auch eine Chance sein. Und sie haben manchmal Wahrnehmungsfähigkeiten, die wir nicht haben, deren Bedeutung wir uns vielleicht noch gar nicht so genau bewusst sind. Also man sagt zum Beispiel, dass sie ähnlich wie Tiere, also nicht, dass der Vergleich missverstanden wird, ähnlich wie Tiere manchmal akustische Frequenzen viel früher wahrnehmen können, dass sie ähnlich wie Tiere aufkommende Erdbeben schneller wahrnehmen können als wir. Also ich denke an solche Phänomene. Der Moment der Diagnose ist ja wahrscheinlich ein einschneidender. Was passiert mit dem System Familie im Moment, wo klar wird, dieses Kind ist von Asperger Autismus betroffen? Ich glaube, das kann man gar nicht generell beantworten. Ich glaube, dass es Familien gibt, die mit großer Entlastung auf die Diagnose reagieren, weil sie das Gefühl haben, jetzt endlich haben wir eine Erklärung für das, wo wir vorher nicht wussten, worauf wir das zurückführen sollen, beziehungsweise wo wir das Gefühl hatten, wir machen was falsch. Es gibt aber auch Familien, die reagieren irritiert, abwehrend, aggressiv, weil sie sich vielleicht große Sorgen machen, was das jetzt bedeutet für die weitere Entwicklungslaufbahn ihres Kindes, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Also ich glaube, hier ist die Reaktionspalette breit. Heike Meyer. Für Matthias Huber kam die Diagnose Asperger-Autismus erst im Erwachsenenalter und nicht etwa ein Arzt stellte sie als erster. Davon erzählt Matthias Huber im letzten Teil des Gesprächs mit Cornelia Cassis. Der betroffene Psychologe verrät uns, warum ein Asperger-Autist Mühe hat, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, warum er bei einem Gespräch die Vorhänge zuzieht. Kurz, er gibt Einblick in sein Denken, sein Fühlen, seine Wahrnehmung. Und als erstes erinnert er sich an seinen Besuch beim Berufsberater. Da war ich bei einem Berufsberater und der hat mit mir verschiedene Aufgaben und Intelligenztests und solche Dinge gemacht. Und er fand, aufgrund meiner hohen Intelligenz müsste ich problemlos nur Bestnoten haben, ohne dass ich jemals lernen müsste. Und dass ich vom Sozialen her deutliche Schwierigkeiten hätte, dass ich eben nicht mit anderen so viel im Kontakt bin, dass ich nicht in den Ausgang gehe. Und er schlug mir dann vor, zwei Dinge. Das eine irgendwie so etwas wie ein Training für Schüchterne oder sozial Zurückgezogene. Irgendwo in einem, ich weiß nicht wo, in einem Berg oben dann ein Wochenende. Da fand ich schon, ohne mich, das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Und das andere war dann noch, er würde mir empfehlen, eine Ausbildung zu machen, also zu studieren an der Uni und dann quasi mit Menschen mit Autismus zu arbeiten, weil ich würde autistisch denken, meine Denkart sei die,
wie es Menschen mit Autismus tun würden und dass es wahrscheinlich von großem Vorteil wäre, wenn ich mein Denken einbringen könnte in der Tätigkeit mit Menschen mit Autismus. Nur zur damaligen Zeit dachte ich, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ich habe mir vorgestellt, dass es dann Menschen mit Autismus sind, die sehr viel Hilfe und Unterstützung brauchen, die ich dann vielleicht nicht in der Lage bin zu geben. Ich stellte mir dann eben vor, ich müsste ihnen zum Beispiel sie dabei unterstützen und helfen, selbstständig zu lernen oder nach Anleitung zu lernen, die Zähne zu putzen. Und ich dachte, da wäre ich total überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufbauen könnte. Hatten Sie damals schon eine Vorstellung, was Autismus bedeutet? Ja, ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, ja. Auch durch meine Schwester, die auch mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Autismus schon gearbeitet hat in der damaligen Zeit. Und auch eben Rain Man hatte ich auch gesehen. Und ich fühlte mich den Menschen mit Autismus schon sehr früh auch nahe. Das habe ich schon auch erkannt, sodass ich häufig merkte, weshalb jemand plötzlich anfängt zu schreien, dass ich dann wusste oder vermutete, dass es mit diesem oder jenem Geräusch zu tun hat, dass ich Menschen mit Autismus etwas besser vorhersehen konnte als andere Menschen, sage ich jetzt mal. Also dieser Psychologe, der war eigentlich recht präzise in seinen Vorstellungen. Ja, das war er in der Tat, wirklich, ja. Ja. Später hat auch eine Berufsberatung gesagt, dann mehr etwas Richtung Neurologe, damit, weil ich jemand sei, der total ins Detail gehen würde, auch durch meine detailfokussierte Wahrnehmung wäre dann ein Beruf, wo ich eben wirklich vom Hundertsten ins Tausende gehen kann, wäre ideal. Oder Informatik, wo man eben programmieren kann. Aber ich war eben schon immer ein Mensch, der sozial interessiert war, auch wenn eher als Beobachter, anstelle von direkt mittendrin dabei sein. Und deswegen, ja, dachte ich dann, möchte ich doch lieber einen Beruf im ja, sozialen oder medizinischen Bereich. Sie haben Psychologie studiert? Ja. Das heißt, Psychologie, das wird ja so auch wahrgenommen als ein weiches Fach und nicht sehr Asperger-freundlich, wo es um ganz klare Fakten und Daten geht, um Berechenbarkeit, um Kontrollierbarkeit, um Wiederholbarkeit. Wie war das Studium für Sie? Das war eigentlich doch sehr spannend, weil es eben darum ging, wie ist denn die Entwicklung des typischen Menschen, die psychologische oder pädagogische Entwicklung eines typisch wahrnehmenden Menschen. Da habe ich eigentlich viel gelernt und auch immer wieder gedacht, wenn es dann hieß, auf diese und jene Art könnte man dieses oder jenes auslösen in Gruppensituationen oder Individualsituationen, wenn man mit Menschen im Kontakt ist, dass ich dann häufig gedacht habe, also bei mir würde das gar nicht funktionieren, sodass ich doch eben auch viel über mich und über, nicht nur über die anderen Menschen, aber eben auch über mich, weil ich dann anfing zu vergleichen, über mich herauszufinden. Und wie ist dieser Vergleich für Sie ausgefallen? Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich darauf antworten soll, weil ich nicht genau weiß, wenn Sie sagen, wie es ausgefallen, auf welcher Ebene ich diese Frage beantworten sollte. Geht es darum, auf einer Ebene des gut, besser, schlecht oder auf einer Ebene, wie ist es ausgefallen, welche Gedankengänge ich gedacht habe. Im Moment stecke ich ein wenig fest. Schön, dass Sie das sagen, dann können wir es klären. Matthias Huber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie in diesem Psychologiestudium, waren Sie konfrontiert mit Dingen, die für Sie vorher fremd waren, mit so etwas wie Emotionen, Reaktionsweisen, verschiedenen Wahrnehmungsmustern und haben Ihre Vergleiche angestellt mit anderen. Und dann haben Sie ja wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, gemerkt, aha, bei mir ist es so, bei den meisten anderen ist es anders. Und dann kommt, und jetzt komme ich wieder zu einer Frage, wie so eine Selbstwahrnehmungsveränderung. Können Sie sich an die Momente erinnern? Es war dann wie ein Faktum. Ich habe diese Unterschiede bemerkt. Das ist ein Faktum. Punkt. Das war mal so das Erste. So. Später, als ich mich dann noch mehr mit meinem Autismus auseinandergesetzt habe, habe ich häufig dann zurückgedacht. Also das heißt, immer dann, wenn neue Erkenntnisse dazugekommen sind, neue Erkenntnisse über mich oder auch neue Erkenntnisse über andere Menschen, habe ich dann nochmal die ganze Kindheit nachgedacht und alles anhand dieser neuen Erkenntnisse nochmal abgescannt. Und so habe ich dann immer und immer wieder meine ganze Kindheit und das Jugendalter bis ins Erwachsenenalter mit diesen neuen Erkenntnissen abgescannt und verglichen, wie waren meine Erkenntnisse davor oder das Wissen und wie ist es jetzt und was hat es vielleicht eben auch für
Konsequenzen. Und was hat es auch für Konsequenzen dann bei meiner Arbeit? Also eben, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, die eben auch im Autismus-Spektrum sind. Also jetzt sind Sie Psychologe, Spezialist für Asperger-betroffene Kinder oder Autismus-Spektrum allgemein. Erzählen Sie uns die Geschichte jetzt aus Ihrer Praxis mit einem Jungen, der kommt, weil sein Anderssein von der Schule erkannt wurde. Die Eltern kommen mit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist so bei uns, also am KJP hier in Bern oder auch an, also hier in Bern, aber auch an allen Zweigstellen, in denen Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste sind, kommen ja die Kinder zu uns zum Beispiel mit der Verdachtsdiagnose, weil Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, auch Eltern manchmal denken, ja, irgendwie könnte es sein, dass dieser Junge autistisch wahrnimmt oder denkt. Und die kommen dann zu uns in die KJPDs und da gibt es dann eben eine Abklärung, autismusspezifische. Das sind mehrere Sitzungen, mehrere Termine. Da erhebt man mit den Eltern eine frühkindliche Anamnese, in der die Eltern eben erzählen und berichten, wie war es denn, als das Kind auf die Welt gekommen ist und wann hat es gelächelt, wann hat es zurückgelächelt, wann hat es gezeigt, nicht weil es etwas haben wollte, sondern weil es sagen wollte, Mama oder Papa, schau doch auch mal, der schöne Mond oder schon dieses schöne Spielzeug. Wie ist es auf andere Kinder eingegangen oder wie sind andere Kinder auf das Kind eingegangen? Oder wie hat es gespielt oder eben nicht gespielt? Und das sind eine Vielzahl von Fragen, in denen man die Entwicklung erhebt des Kindes. Dann gibt es autismusspezifische Tests, aber keiner dieser Tests kann Autismus diagnostizieren. Diagnostizieren kann man es durch Verhaltensbeobachtung und durch das, was man von den Lehrpersonen erfährt und von den anderen Therapeuten plus eben von den Eltern. Erst danach kann man dann eben auch beurteilen, ob ein Autismus vorhanden ist oder nicht oder ob es ein Verdacht bleibt und man dann vielleicht sagt, bitte kommen Sie doch in einem halben Jahr oder Jahr wieder, weil wir haben noch zu wenig Aussagekräftiges herausgefunden. Matthias Huber, nehmen wir mal an, es ist klar, Sie haben alle Tests gemacht, Sie haben alle Gespräche geführt, Sie haben alles beobachtet, alle Informationen eingeholt, die einzuholen sind. Und es ist für Sie klar, dieses Kind ist betroffen vom Asperger-Autismus. Wie kommunizieren Sie das als Fachmann und Betroffener den Eltern? Also es ist eigentlich so, dass es dann manchmal die Kinder auch dabei sind. Eigentlich eben so, dass wir, ich sage jetzt auch wir, weil wir das hier auch so machen in Bern, dass wir eben nicht von einer Störung sprechen, sondern dass wir sagen, es ist eben die autistische Struktur, eine besondere Art des Wahrnehmens, des Denkens, des Lernens, des Fühlens und dass das Kind mit Autismus eben sehr viel Erfahrung hat unter Umständen mit dem Alleinespielen, für sich etwas machen und wenig Erfahrung mit Gleichaltrigen und dass es dadurch eben auch Unterstützung bräuchte beim Kontaktknüpfen mit Gleichaltrigen oder eben auch beim Erkennen von sozialen Situationen. Dann eben sagen wir auch den Eltern, dass das Kind eben sehr genau wahrnehmen kann, also eigentlich eher detailorientiert wahrnimmt und dass es eben auch häufig so ist, dass Menschen mit Autismus, wenn sie in eine neue Situation kommen, dass sie vor allem die Unterschiede erkennen anstelle von Analogien. Und Menschen ohne Autismus, wenn die sich in einer neuen Situation befinden oder in einem neuen Raum, nehmen sie ihre bisherigen Erfahrungen, ihre bisher aufgebauten Werkzeuge und ihre bisherigen Erlebnisse nehmen sie mit in die neue Situation und können sie sich selbst zur Verfügung stellen. Das heißt, auch wenn sie sich in einer neuen Situation befinden, ist es nie ganz neu für sie, weil sie immer Analogien erkennen zu bisher Erlebten. Ich nenne das retrospektivlastige Assoziationsinduzierung. Bebildern wir das, was Sie gerade beschreiben. Nehmen wir an, ein autismusbetroffener Jugendliche kommt von einem Berner Haus in den Ferien in ein Zelt im Wald. Beschreiben Sie die autistische Wahrnehmung. Eigentlich bin ich fast ein wenig überflutet, weil das ist so viel, was anders ist. Bei diesem Beispiel ist einfach wirklich alles anders. Also natürlich könnte man mit dem Kind daran arbeiten. Das kann auch ganz wichtig sein, zu sagen, schau mal, das Zelt,
Das ist auch eine Behausung, das heißt, auch dort kann man sich aufhalten, man kann sich darin bewegen, man kann darin stehen, sitzen, liegen, man kann darin schlafen, lesen, man kann darin, und dann könnte man Tätigkeiten aufzählen, dass das Kind auch schon im Haus kann, im Berner Haus, das kannst du auch hier machen. Also man sollte ihm dann dabei helfen, Analogien zu erkennen, weil das ist so ein großer Unterschied. Manchmal ist es schon von einem Schulzimmer im anderen Schulzimmer schon ein extrem großer Unterschied und fast nicht umsetzbar ohne Unterstützung, weil eben gerade viele Menschen mit Autismus alles abspeichern, auch den Hintergrund, auch wie die Tische oder die Stühle stehen, wie die Vorhänge hängen und wie sie sich bewegen, wenn zum Beispiel die Türe plötzlich aufgeht, wie die Farben angeordnet sind in neuen Räumen, welche Form der Tisch hat, und wenn das eine Kind dann plötzlich nicht mehr an diesem Raum rechnen kann, weil gerade die Fenster kaputt sind und es muss dann in einen neuen Raum, ist so vieles anders, dass es dann häufig eben auch mehr Zeit braucht, um sich eingewöhnen zu können. Weil häufig fällt einem als Mensch mit Autismus eben nicht als erstes das Vertraute auf, sondern das Ungewöhnliche, das, was nicht ist, wie man es vorher abgespeichert hat. Matthias Huber, bevor wir begannen zu sprechen, mussten Sie unbedingt auch noch die Vorhänge ziehen, damit es eine ruhigere Fläche gibt, damit Sie sich konzentrieren können. Typisch Aspi? Ich denke schon, kann typisch sein. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass jemand mit Asperger-Syndrom oder ein Mensch, der das eben nicht tut und den Vorhang nicht so zieht, jetzt keinen Autismus haben kann oder so. Jeder hat hier seine Gesetzmäßigkeiten oder Präferenzen oder Wichtigkeiten, die erfüllt werden müssen, damit quasi man sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Sie sind jetzt ein Experte, ein doppelter Experte im Sinne der Betroffenheit und im Sinne der Fachlichkeit. Wie geht es Ihnen im Beruf? Es freut mich außerordentlich, dass ich so arbeiten kann. Das hätte ich wohl in meinen kühnsten Träumen mir nicht gedacht, dass dies mal möglich sein wird. Nach der Ausbildung hatte ich Mühe, eine Stelle zu finden. Und da bin ich halt eben Professor Felder sehr dankbar, der damals vor 12 Jahren gesagt hat, kommen Sie nach Bern, das probieren wir jetzt einfach aus. Jetzt nutzen wir nicht nur die Kenntnisse, die Sie erworben haben während des Studiums, sondern vor allem eben auch noch Ihre Innensicht. Und wenn das gut herauskommt, dann gibt es eine Win-Win-Situation, weil er sagte, wir wollen etwas davon haben und Sie sollen auch was davon haben. Und das haben wir dann in gemeinsamer Arbeit, Zusammenarbeit mit ihm zu Beginn, vor allem mit ihm und dann auch immer mit den anderen noch, meinen Arbeitskollegen, auch mit meinen Chefinnen und Chefs, haben wir das zusammen entwickelt. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben und eben auch den Mut hatten. Weil man muss bedenken, zu Beginn habe ich nur alle 3 Wochen 3 Stunden gearbeitet am Mittwochnachmittag. Und dann einfach wieder alle 3 Wochen 3 Stunden. Und dann mit der Zeit jeden Mittwochnachmittag 3 Stunden und dann jeden Mittwochnachmittag also mehrere Stunden, also 10%, dann 20%, 40%. Und in einem langsamen Aufbau wurde das wirklich sehr gut angepasst, auch an meinen Möglichkeiten so aufgebaut und natürlich auch an die Möglichkeiten meiner Arbeitsumgebung, sodass es dann wirklich sehr gut geklappt hat. Matthias Huber, wir haben fast eine Stunde gesprochen über sehr Persönliches, über sehr viel Fachliches. Ich habe bemerkt, Sie haben in der letzten 10 Minuten begonnen, doch meine Mimik auszuhalten. Ein Kraftakt? Ich würde nicht sagen, in ein Kraftakt, aber früher war es einer. Und früher habe ich dann eben auch meine Augen auf verschwommen gestellt. Ich kann das heute noch blitzschnell meine Augen auf verschwommen stellen, damit ich dann weniger Informationselemente eines Gesichtes pro Zeiteinheit verarbeiten muss. Und dann kann ich besser zuhören. Also heißt es auch, wenn ich schaue, schaue ich meistens verschwommen. Aber ich schaue. Und wenn ich nicht schaue, schaue ich trotzdem. Ich schaue und gebe mir Mühe, in die Gedanken der Menschen hineinzuschauen, die sie mir zur Verfügung stellen. Und ich schaue mir die Sätze an, die sie sagen. Und ich denke, das ist auch von Bedeutung, nicht nur das ins Gesicht schauen können. So offen, so klar bekommt man selten Einblick in das Erleben eines Menschen mit Asperger-Autismus. Matthias Huber, Psychologe und Autismus-Experte, erzählte aus seinem Leben und dem Leben mit der etwas anderen Wahrnehmung. Musik.
Und das war der Kontext über den Asperger Autismus. Redaktion Cornelia Cassis, Produktion Hans-Jörg Schulz, Technik Simon Meyer, mein Name Monika Scherer. SRF 2 Kultur. Kontext.